Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Das ist für mich schon langsam wie Musik in den Ohren. Ja, ich habe jetzt ein ganz kleines Problem. Und zwar, wir waren ja in der letzten Folge hier mit dem Weideler am Sprechen und der hat mir jetzt gesagt, dass ich mit dem Baron sprechen soll. Den finden wir jetzt, jetzt muss ich mal eben schauen, auf der Karte. Hier vorne, ja, wo wir ihn vorher im Prinzip auch gefunden haben. Zwei Sachen. Zum einen, wie geht das nochmal hier? Zum einen habe ich festgestellt, dass man hier unten umschalten kann. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Sachen, die wir uns hier angucken können. In unserem Fall, ja, ist jetzt nicht so viel mehr dazu gekommen, weil jetzt noch nicht so viel freigelegt wurde. Die nächste Sache, über die ich kurz sprechen möchte, für alle die, die es vielleicht noch nicht gespielt haben, also alle die, die es schon spielen oder gespielt haben, die wissen natürlich Bescheid. Ich habe mir jetzt sagen lassen, wenn man zu diesen Anschlagbrettern geht, dadurch kann man erst die Fragezeichen freischalten. Ich kann mich noch daran erinnern, bei den Teilen, die ich zwar aufgenommen habe, aber nie hochgeladen habe, weil, naja, es halt immer irgendwo vor dem Greifen geendet hat. Kann ich mich noch gut daran erinnern, dass hier überall so weiße Fragezeichen waren. Und ich war ja total irritiert, warum wir die nicht hatten, als wir gespielt haben. Jetzt habe ich natürlich das Problem. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich jetzt dahin komme. Nee, ich glaube, genau hierüber. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass empfohlene Stufe 1, Weißgarten, empfohlene Stufe 5, dass wir in Weißgarten auch noch jede Menge nicht gemacht haben. Warum jetzt hier gerade überall Fragezeichen sind, weiß ich allerdings nicht. Jetzt bin ich gerade etwas irritiert. Ein Versteck voller kostbarer Waren. Das ist bestimmt die Karte, die wir gekauft haben, nehme ich mal an. Aber ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, warum jetzt hier überall Fragezeichen drin sind. Bislang nicht erkundeter Ort oder unentdecktes Artefakt. Weil diese Sachen würde ich nämlich gerne mit euch noch abgehen. Ich wollte eigentlich von Gebiet zu Gebiet abgehen, aber ich wollte natürlich auch die Hauptstory machen. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich machen soll. Wir haben ja schon in der letzten Folge festgestellt, dass wir. Wo war das jetzt drin? Unter Glossar, ne? Dass wir einen Trank brauchen. Nee, wir brauchen Verfluchtenöl. Axi ist klar, das können wir benutzen und wir brauchen Verfluchtenöl. Jetzt bin ich gerade am Überlegen über die Alchemie. Es tut mir ganz leid, aber ich kann es immer noch nicht abschalten mit meinem Hals. Hallo, öffnest du das mal? Da haben wir kein. Ja, das war nämlich das Problem. Da haben wir kein Verfluchtenöl, also kein Rezept für. Theoretisch könnten wir das jetzt irgendwo in diesem Anfangsgebiet bekommen. Deswegen würde ich jetzt, also entweder hier oder vielleicht auch hier, ich bin mir jetzt nicht sicher, es wäre logischer vielleicht hier. Aber das war etwas. Hier unten haben wir noch eins. Ah, okay. Ich persönlich würde aber jetzt gerne mit euch nochmal zurück nach Weißgarten gehen. Ich werde diese Folge auf jeden Fall machen und ja, mich hier ein bisschen umsehen, mal gucken, was das überhaupt für Quests sind. Was für mich persönlich auch wichtig ist, weil versteckter Schatz, das müsste, denke ich mal, auf jeden Fall das sein, wo wir die Schatzkarte gekauft haben. Was das hier allerdings ist, dieser Totenschädel, bewachter Schatz, okay. Hier bewacht ein besonders mächtiges Monster einen wertvollen Schatz. Da könnten wir auch mal gucken. Nicht erkundeter Ort. Also, ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir erstmal zur Mühle reisen. Das kann ich übrigens jetzt so machen, weil ich habe mich mal ein bisschen informiert. Man kann Add-ons benutzen in dem Spiel. Und ich habe mir eins geholt, wo man von überall im Endeffekt diese Schnellreisen benutzen kann, weil es für mich einfach einfacher ist, gerade während des Let's Plays dann hinzureisen. So, ich habe mir jetzt gerade mal einen. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ach so, hier sind wir. Einen Bonbon geholt.
Hunde. Achso, hier ist was um mich rum. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ich hoffe, dass ich jetzt so besser reden kann. Ja, spring, nimm's. Möge die Sonne auf dich scheinen. Ja, alles gut. Weil ich hatte nämlich gerade im Moment riesige Hustenanfälle. Und das ist natürlich nicht so toll, da ich gerade das Video erst gestartet habe. Und ich hoffe, dem so ein bisschen vorbeugen zu können. Da ist doch gerade einer rot gewesen. Was ist denn mit dem Typen da hinten? Da war doch gerade noch was da. Ist das ein Bandit oder sowas? Okay. Also, wir sammeln mal kurz alles ein, was jetzt hier so im Weg steht und kreucht und fleucht. Ach so, ich dachte gerade schon. Da scheint aber auch irgendwie ein Wolf oder sowas zu sein. Ich will jetzt natürlich hier nicht komplett nur durchlaufen, sondern ich möchte auch zu unserem Ziel. Jetzt schauen wir nochmal eben. Das wäre dann hier. Plätzchen. Komm mal her. So, unser Ziel ist da in der Gegend. Und wir müssen kämpfen, so wie es aussieht. Oh, das ist ein... Das ist das Silberschwert, ich hoffe. Ja. Es ist ein Betrunkener. Haha. Der ist jetzt ertrunken, weil er ist jetzt tot. Okay. Irgendwo hier müssten wir... Hier ist eine Leiche. Oh. Ups. Hat keiner gesehen. Da sind anscheinend auch noch welche von denen im Wasser. So wie es aussieht. Ach da. Okay, kommen die hier rüber geschwommen? Das ist jetzt die Frage. Ich möchte nämlich ungern... Hat noch irgendwas tauchen. Kann ich mal untertauchen jetzt. Komm, dreh dich einfach. So. Abgeschlossen. Sehr schön. Blutdurchtränkte Befehle. Neue Quest. Thermischer Schatz. Wie thermischer Schatz? Was, wie, wo? Konnte ich jetzt gerade nicht machen. Okay, Moment, Quests. Das dürfte dann eine Nebenquest sein. Oder gehört es zu einem Schatz? Nee, gehört jetzt weiter zu einem Schatz suchen. Ach so. Okay, dann schauen wir uns doch mal. Erste Karte. Folgt den Hinweisen auf der Karte, um Hexerausrüstung zu finden. Aber die hier sollten wir, glaube ich, gerade durchlesen, oder? Blutdurchdrängte Militärbefehle. An die zuständige Stelle, auf Befehl des Legionskommandanten. Die Männer, die diese Nachricht bei sich haben, sind nordwärts zum Grenzposten bei Ochsenfort zu exkortieren. Ich kann nicht mal reden mit dem Teil im Mund. Also mit dem Bonbon, meine ich. Wo sie von einer redanischen Division erwartet werden. Als Temeria adliger Herkunft, Abkunft, was auch immer, stehen sie unter besonderem Schutz. Ihnen darf kein Haar gekrümmt werden. Was sie bei sich tragen, ist ihr Eigenhab und Gut und soll in ihrem Besitz verweilen. Jegliche Missachtung dieses Befehls wird von einem Standgericht geahndet. Randall Wittgenberg. Okay. Das dürfte die Karte sein. Als ich Studien, wobei das die Karte war, glaube ich, die uns nach hier gebracht hat, ne? Als ich Studien unter der Anleitung von Professor Slavko Artimstein durchführte, stieß ich auf vier Orte, an denen Gravuren mit dem Symbol der Katzenschule der Hexer zu finden waren. Diese Piktogramme sind sämtlich identisch, okay, mit dem Piktogramm, das wir in den Höhlen unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Sie haben sie auf dieser Karte eingezeichnet. Ich habe sie auf dieser Karte eingezeichnet. Okay. Das heißt was?
Schatzsuche. Ja, ich drück da extra drauf. Ach so. Dort hat er doch das Falsche genommen. Das habe ich gerade nicht mitbekommen, dass der dann wechselt. So. Nee. Doch. Hä? Doch, das muss das aber sein. Ach so, hier. Schatzsuche Katzenschulen Ausrüstung. Nee, Katzen. Doch. Finde Schemas für alle Ausrüstungselemente der Katzenschule. Oh Gott, jetzt haben wir hier durch eine Quest direkt drei andere Quests bekommen. Ich bin hier gerade heillos überfordert. Wenn ich den Hexer um seine Meinung zu meinen... Die Männer, die diese Nachricht bei sich haben, sind nordwärts zum Grenzposten bei Ochsenfurt zu eskortieren. Finde den zurückgelassenen thermischen Schatz mit Hilfe deiner Hexersinne. Ich kann heute nicht mehr reden. Zum einen ist es vermutlich dem geschuldet. Achso, das ist die andere Leiche. Dass ich, wie gesagt, jetzt gerade Bonbon im Mund habe. Zum anderen auch der späten Uhrzeit. Bin ich jetzt doof? Moment. Karren bringen von... Aha, das interessiert mich doch nicht, dass die Karren da... Die, ich will eigentlich meine Quest verfolgen, aber... Moment, was stand da drin? Zerstörte Brücke, Nilfgaard. Ich dachte eigentlich, es wäre direkt... eingetragen. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Jetzt ist die Karte weg, oder was? Hallo? Ja, toll. Wo ist die Karte jetzt hin? Schlüssel mit themischer Lilie. Jetzt unter Sonstiges drin? Nee. Moment. Das ist das doch, oder? Nee, das ist das mit der Tempel. Katzenschule. Ja, ihr kennt mich. Ich bin jetzt gerade mal wieder komplett verwirrt. Ich weiß auch nicht. Also... Da das nicht eingetragen ist, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Schatzsuche, also das mit den Katzen will ich eigentlich nicht haben, sondern ich möchte die andere Quest haben. Mit dem thermischen... Achso, hier stand es doch drin. Ich bin ja auch so dämlich. Sind nordwärts zum Grenzposten bei Ochsenfurt. Ist das denn überhaupt hier? Nördlich von Ochsenfurt. Ochsenfurt habe ich hier, glaube ich, nirgendwo gelesen. Kicherbrücke? Nö. Ochsenfurt. Schau mal. Achso, das ist jetzt nur die Burg. Oh, jetzt geht doch nicht da wieder raus. Das war, glaube ich, sowieso noch zu... Nee, das ist es nicht. Haben wir hier irgendwo Ochsenfurt? Stehe ich hier irgendwie gerade auf dem Schlauch? Warum weiß ich nicht, wo das ist? Nö, aber... Dann kann ich das auch nicht wirklich machen. Es tut mir leid. Vielleicht habt ihr ja irgendwie einen Tipp für mich. Generell so bei den Schatzsuchen, wie man da mit umgeht. Weil das ist doch ein bisschen... ich habe jetzt gedacht, es wird jetzt was markiert und dann geht man da hin. Aber das scheint da nicht wirklich so zu sein. Untersuche das Zimmer, in dem sich Siri aufgehalten hat. Mit Hilfe deiner Hexersinne. Mann. Wieso ist das eine Nebenquest? Sah dort nach, ob Siri etwas Hilfreiches für. Außerdem nutzte Geralt gerne jede Gelegenheit, die Besitztümer anderen zu durchsuchen. ja, aber wieso ist das nicht abgehakt? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Reise zum Elfenmagier. Das ist doch alles, was wir schon gemacht haben.
Okay, gut, da das verstehe ich noch, aber wieso Siris Zimmer? Das verwirrt mich jetzt ein wenig. Moment, Y. Das müsste hier sein, ne? Weil da ist ja auch so eine Markierung. Da ist das Zimmer. Dann würde ich sagen, dass wir da nochmal eben kurz hingehen. Ein Blitzeinschlag? Wie ein Blitzeinschlag? Was? Moment, hier waren wir doch schon. Hä? Oh Gott. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Sind aber jetzt keine Gegner da? Alle herhören! Die Burg brennt! Wo muss ich denn jetzt genau hin? Moment. Da oben. Das heißt, ich kann nur rechts rum da rein. Genau, so war das. Geht mir aus dem Weg, ich muss da hin. Willst du mich begrapschen? Hallo? Hat der Typ gerade gefragt, ob ich ihn begrapschen will? Ich bin Geralt, hallo? Jetzt sag mir bitte nicht, ich komme nicht mehr da rein. Das wäre jetzt ziemlich doof. Kümmert ihr euch um das Feuer, ich kümmere mich um eine andere Sache. Es war ein bisschen doof, dass ich jetzt gerade zu Fuß hier reinlaufe. Was ist denn hier bitte passiert? Also Blitzeinschlag? Okay, das wäre ja noch was Natürliches. Dreht der versoffene Kauz mal wieder durch. Und dort? An den Stall in Ruhe gesteckt. Wir müssen das doch sehen. Oh oh. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Ah! Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich weiß gar nicht, wie soll ich den da rausholen? Macht einen zur Sau, reißt dem anderen den Arsch auf. Will ich wieder mal mit dir trinken. Moment, wo brennt's jetzt? Da. Baron, hallo! Oberst! Ich hab den Baron gefunden, aber wie komme ich jetzt hier rein? Moment. Erstmal alles einsam. Man kann doch die Sachen nicht... Ja, hallo, lauf. Man kann doch die Sachen nicht einfach hier so rumliegen lassen. So. Habe ich da gerade irgendeinen Trank bekommen? Das wäre natürlich schön. Scheiße. Das Feuer greift ja um sich. Ist ja gut. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich muss erstmal alles klauen. Nein. Ja, nimm dein Schwert. Mach ja alles klein. Die Frage ist jetzt, wo ist der Typ? Na gut, die Pferde sind unten, nehme ich mal an. Mach das Tor auf! Hallo, hier! Ich kann hier nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. Oh, Sauerstoff. Oh, oh. Die Pferde! Lass sie raus! Öffne das Tor! Mach ich! Lauf! Du stirbst gerade! Nein! Oh mein Gott! Unser erster Tod! Ich soll das Tor öffnen, aber wie soll ich das Tor bitte öffnen? Oh Gott! Nein, jetzt muss ich hier wieder komplett... Leute! Geht mir aus dem Weg! Ich habe nur absolut keine Ahnung. Ich meine, ich könnte mich vielleicht irgendwie schützen oder so, aber... Geht weg da, ich muss mich hier um was kümmern. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich meine, die Sachen kann ich trotzdem einsammeln, gehe ich mal von aus. Ich muss ja auch ein bisschen an mich denken, ne? Dreht der
besoffene Kauz mal wieder durch? Und Doc? So, den Teil werde ich jetzt gleich überspringen. Oswin! Wo ist Oswin? Hallo. Ich glaube, der ist vorhin zum... Ach, das muss ich die ganze Zeit drücken, okay? Ja. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Ja. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre, wenn ich jetzt hier noch ein Feuer legen würde. Aber ich muss irgendwie gucken... Ich weiß nicht, wie soll ich das denn aufkriegen? Vielleicht mit dieser... Wir haben noch eine. Welche war das denn? Moment. Die Druckwelle vielleicht? Nein. Was ist hier mit den Karren? Wie kriege ich den weg? Scheiße, das Feuer greift um sich. Die Tür ist doch eigentlich offen hier. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was ich jetzt hier tun kann. So viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Nein, jetzt nimm das scheiß Schwert, dann kommst du da besser durch. Hallo. Oder auch nicht. Zielt der auch mal? Das wäre schön, dass wir hier mal durchkommen würden. Lauf, lauf, du hast keinen Sauerstoff mehr. Lauf! Oh, Leute, ernsthaft? Mach das Tor! Hallo, hier! Ich kann hier nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. Die Pferde! Lass sie raus! Oh, mach... Geh zum Tor! Geh zum Tor! Oh mein Gott. Ich hab's gefunden. Aber ich glaube, ich bin ich jetzt mitgestorben, oder nicht? Oh Gott. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Du hast dir einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Für Temerien! Hey, wieso weicht er nicht aus? Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Hallo, weich bloß keinen Millimeter aus! Tja! Wir müssen reden. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Ja. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof?
glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Weiß er, wie sie geflohen sind? Wahrscheinlich, ne? Erzähl mir vom Tag ihrer Flucht. Alles, woran du dich erinnerst. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Ja, das muss ein schrecklicher Anblick gewesen sein, aber die Frage ist jetzt, was hat er mit dem Kind gemacht? Vielleicht dein Werk, vielleicht auch nicht. Aber ihr Amulett könnte wichtig sein. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? Was hätte ich schon machen sollen? Ich hab's vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot.
ja, reiß dich zusammen würde zu ihm jetzt passen, aber... Ich fühle mit dir, wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Oh Gott. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Einige Stunden später. Noch etwas weiter. Mir nach. Ja, und ich würde eigentlich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Die ganze Geschichte hat ja irgendwie... Ne, eine traurige Wendung kann man nicht sagen. Wir wussten ja jetzt schon Bescheid, aber... Ja, wird gerade doch ziemlich traurig. Und wir haben jetzt eine ziemlich lange Folge. Am Anfang ein bisschen chaotisch, dafür muss ich mich entschuldigen. Irgendwie hat heute nichts so geklappt, wie es eigentlich sollte. Aber ich glaube, ich werde dann doch erstmal hiermit weitermachen müssen. Und da müssen wir mal schauen, wenn das hier soweit abgeschlossen ist mit diesem, ich weiß nicht mehr, wie das Viech heißt, also mit dieser Missgeburt, sage ich jetzt mal, diesen Dämonenbaby oder wie auch immer, dann werde ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich dann auch die anderen kleineren Quests mache, weil ich hoffe, dass man so auch ein bisschen leveln kann. Und ich habe mir sagen lassen, dass man da wohl auch Rezepte kriegen kann. Ach so, Rezepte. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ob wir das überhaupt hinkriegen, weil wir ja eigentlich dieses eine Rezept brauchen. Was mich übrigens daran erinnert, dass, was war denn das? Gedankenbeeinflussung, genau. Dass der nämlich gegen diese Glyphe, ja, etwas schwächer ist. Okay, dann mache ich hier mal einen schnellen Cut und hoffe, dass ich nicht einschlafe, weil wir schon sehr, sehr spät haben. Aber ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Bis zur nächsten Folge.